Okay, jetzt darf ich auch an das Geschütz hier. Ich weiß nicht mal genau, wo hier welche sind. Ach, da ist zum Beispiel einer. Da hinten ist einer. Ja, und jetzt? Anvil 3-4 rückt auf der Hauptstraße weiter vor. Zerstört alle gegnerischen Kräfte. Meldet euch, wenn ihr auf Da war auch einer gewesen, glaube ich. Ja, los, fahr los, fahr los. Mach's alle platt hier, die ganzen Chinesen. Es sind keine Chinesen. Ach komm, ich laber wieder Mist. So. Alle weg hier. Oh, ist überhitzt. Das ist natürlich nicht gut. Linke Seite, ja. Hier ist nix. Da ist ein Auto, ey. Verpiss dich, ja. Ey, ich bring den nicht kaputt. Da haben wir was. Oh, der ist geflogen. Die sind geflogen. Übel, übel. Ja, linke Flanke, rechte Flanke. Wo jetzt? Oh, scheiße, da oben. Jetzt habe ich den auch gesehen. Boah. Ja. Sag mal, spinnt die eigentlich? Wie soll ich die alle wegballern so schnell? Das geht auch gar nicht. Ja, was ist jetzt da, ha? Habt da Probleme? Dann wird direkt mal die Tankstelle gesprengt hier. Schluss hier. Da war doch auch ein Explosionsfass, oder nicht? So, auf Wiedersehen. So. Ey. Wieder so ein Auto, ey. Scheiße. Wo? Wo ist verblüppt? Ja, hier anhalten ist ganz schlecht, Kollege. Schön, wie man alles kaputt machen kann hier. Da oben sind auch noch welche. So, der ist down. Da sind noch zwei, die meinen, irgendwie weglaufen zu müssen. Könnt ihr aber ganz schnell vergessen. Wow, da ist noch so ein Auto. Scheiße. Da ist was. Ja, erstmal das Auto hier. So. Komm her. Auf Wiedersehen. Immer diese billigen Autos. Das ist keine Qualität, wenn die immer gleich explodieren. Ey. Die halten ja nichts aus. Ich sehe aber jetzt gar nichts mehr hier. Wo ist vorn? Wo ist vorn? Da irgendwo. Ja, wo denn? 10 Uhr ist da. Ach, da oben. Ich hab ihn. Okay, Feuer einstellen. Ist klar, Kollege. Juhu! Alle Ampel-Einheiten, wartet auf Befehle wegen Neuorientierung der Mission. Was geht hier eigentlich ab? Das würde ich auch mal gern wissen. Oh, jetzt haben wir es endlich.
Reicht mir auch erstmal mit Panzer-Action jetzt. Keine Angst vor Bösen. Naja, ich weiß ja nicht. So. Mal schauen. Also ich muss ja ehrlich sagen, so Panzerfahren gefällt mir jetzt nicht so gut. Also ich spiele schon lieber so einfach ganz normal ohne irgendwelche Fahrzeuge. Das macht mir ein bisschen mehr Spaß. Aber egal, zwischendurch kann man sowas auch mal haben. Ist ja kein Problem. Und ja, es kommt bestimmt eine Cutscene. Ja. Sie waren in der Bank gefangen. Ja, und uns lief die Zeit davon. Genau wie jetzt. Die kamen also dann in die Stadt. Wo war das? Draußen war ein Platz. Wir hatten die Bombe und warteten in der Bank auf Miller und Anvil 3. Ich funkte sie an, um zu fragen, wann die Ablösung kommen würde. Sie sagten 3 Minuten. In 3 Minuten werden wir da sein. Aha. Und sie waren es dann nicht, oder wie? Das haben wir jetzt nicht erfahren. Ach, immer noch hier Panzer-Action. Oh, tut mir leid. Ja. Nein, das Ding ist scheiße. Wir sollten aber noch reinbekommen, sobald wir an diesen hohen Gebäuden vorbei sind. Wir könnten die Gebäude auch einfach niederschießen, ja? Dann sind die nicht mehr so hoch, aber egal. Es gibt noch eine andere Straße, rechts von uns, allerdings sehr schmal. Okay, los geht's. Wir könnten auch zu Fuß gehen, würde ich einfach mal vorschlagen. Hätte ich jetzt gerade Lust drauf, aber okay, dann fahren wir halt. Ist ja gut. Ihr habt gewonnen. Scheiße, Mann. Fahrt zu jetzt. Miller, komm hier runter. Wir müssen die Luken dicht machen. Okay, okay, was ist jetzt dann schon wieder? Ohne Infanterie wird das ein Blindflug. So. Ich weiß nicht, welche Sicht jetzt da besser ist. Das wird ja immer besser. Identifiziere Panzerbaus auf dem Dach. Angriff! Angriff! Welches Dach? Wir sind getroffen! Ich sehe gerade nichts. Ja, aber... Ja klar. Wohin denn? Da durch oder was? Spinnt ihr? Ihr habt doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Oh mein Gott, wir fahren tatsächlich da durch. Okay. Wow, 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 wow. Ball euch alle weg, ja? Ihr braucht gar nicht davonlaufen, ihr kommt eh nicht weg. Was ist das? Das ist ein Panzer. Da war ein Panzer. So, jetzt komm. Gas. Ist irgendwie doof zu steuern. Oder ist noch einer? Da ist noch einer. Einmal kaputt. Oh, scheiße. Ja, was geht denn jetzt ab? Voll der Bug gerade. Die ballert immer weiter, obwohl ich gar nichts mache. Beziehungsweise der Sound ist hängen geblieben. Moment. Hört man immer noch. Ja, vielleicht ist es auch so gewollt. Keine Ahnung. Wow, was ist denn jetzt los? Was zum Henker war das denn? Bring den Dach wieder in die Gänge. Hat jemand erwischt? Ist das okay? Das war keine Panzerfahrt. Miller, geh hoch. Sieh nach, was abgeht. Ja, lass mich jetzt. Was geht jetzt ab hier? Wow. Wir sind wieder da, aber runter uns glaub ich den Putsch. Wir darf uns der Eckbinder füllen. Ach, Scheiße, sie kommen. Was auch immer es ist.
kommen sie? Was zum Teufel, Mann? Wo kommen die denn? Wechsel einfach. Fertig. Hört ihr uns 1-3? Verstanden. Hör zu, hier geht's nicht um uns, sondern um eine... Ihr seht also, in welcher Scheiße wir stecken. Himmel. Atombombe? Verstanden. Wir müssen sicherstellen, dass diese Wechsel sie nicht kriegen. Ich werde tun, was ich kann. Kriegt ihr nicht. Wechsel wieder zum Populationskanal. Oh, oh, da kommen welche. Jetzt ist meine Powerkraft hier gefragt. Ich mäse an über den Haufen. Ist überhaupt kein Problem. So. Weg. Da war noch einer. Okay. Der ist down. War da ein Typ mit Panzerfaust? Oder was? Ja, ich will auch an Bord. So. Lass den Helikopter in Ruhe, du Sau. Die auch. Jetzt muss ich durchhalten, bis irgendjemand Verstärkung oder so eintrifft. Das ist natürlich übel. Da müssen wir sie alle wegbamsen hier. Wow, was ist da hinten? Ey. Ein bisschen sehr rauchig. Scheiße, ich kann kein Nachtsichtgerät anmachen. Kacke. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ja, ihr kommt leider zu spät. Ich wurde schon überwältigt. Hallo. Mr. Miller? Richtig? Amerikaner. Oder ihre Souvenirs. Gehört er ihrem Kind? Ich kann den Namen lesen. Johnny Miller. Hoffentlich vermisst er ihn nicht zu sehr. Ach, Kinder gewöhnen sich schnell an diese kleinen Dinger und weinen tagelang. Wenn sie sie verlieren, wissen sie warum? Diese kleinen Dinger erinnern sie daran, dass sie geliebt werden. Aber Verluste gehören zum Erwachsenwerden dazu, nicht? Wenn man erwachsen wird, muss man die Unabwendbarkeit des Todes akzeptieren, Mr. Miller. Die Unabwendbarkeit, Mr. Miller. Verstehen Sie? Mein Vater hat mich das gelehrt. Für Ihr Kind werden Sie also ein Held sein. Ich hoffe, das tröstet Sie etwas. Bruder. Amadei, Herr John. Eine Schande. Ihr kommt in unser Land, um uns zu...